Ich möchte mich bei dir entschuldigen, dass ich dich so überfahren habe. Ich bin der Depp, der sich bei dir entschuldigen muss. Was das Tempo angeht, das bestimmst in Zukunft du, okay? Das muss eine Nacktschnecke gewesen sein. Sie hat den Schützenschärfling abgefressen. Ich meine, du weißt doch ganz genau, dass ich ein Versager bist? Ein egomaner, beziehungsunfähiger Krüppel! Rapture of the dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Da hat sich ja ganz schön was angestaut. Ja, ich hätte mich schon besser im Griff. Ja. Gunther, es ist doch nicht die erste Trennung, die du durchmachst. Gut, das hatte ich immer mitgenommen, aber diesmal hat es dir ja ganz schön die Beine weggehauen. Das übertreibt nicht. Findest du? Ich weiß nicht, selbst in den schlimmsten Krisen, da hast du nie so die Fassung verloren. Ich mach mir Sorgen. Es geht mir gut, ich komm klar. Du musst nicht alleine klarkommen, Gunther. Sprich mit jemandem. Jemand Professionelles. Ich brauche keine Hilfe! Okay. Dann mach's auf deine Art. Aus. Ende. Exitus. Da kann man denn dann nichts mehr machen. Defibrillator, Adrenalinspritze, Düngertropf. Na gut, dann müssen wir neuen Samen pflanzen. Es gibt keine mehr. Ich habe alle Samen aus meinem Herbarium verbraucht. Oh. Da. Na, warte. Frau Rose! Schnecken sind der Untergang einer jeden Gärtnerei. Aber Sie wollen jetzt nicht zur Mörderin werden. Na gut. Die muss mit der letzten Lieferung mitgekommen sein. Komm her. Ja, gucken Sie mal nach, ob sie irgendwelche Freunde mitgebracht hat. Nein, nein, das glaube ich nicht. Aber das ist seltsam. Sie hat alle anderen Pflanzen verschmäht, hat sich nur auf den Schützenschärfling gestürzt. Ja. Und mit dem ist auch das Naturreservat gestorben. Denen in Brüssel war es ganz wichtig, dass wir den wieder anpflanzen. Aber ich muss arbeiten. Guten Tag. Ich leider auch. Was machst du dann noch hier? Ich habe eine Verabredung. Hier im Carlas. Wer es glaubt, du willst doch nur in meiner Nähe sein. Nein, ich habe Abstand gelobt. Oh. Hallo, Herr Sager. Hallo, Herr Post. Schön, dass Sie Zeit haben. Ich habe einen Tisch reserviert. Wenn Sie schon mal Platz nehmen, ich bin gleich bei Ihnen. Alles klar, bis gleich. Bis dann. Ich würde ja gerne mit dir plaudern, aber wie du siehst, habe ich meinen App-Programmierer im Schlepptau. Ach so, so. Den schleppst du ausgerechnet hierher, ins Carlas. Von wegen Abstand. Ja, ist eben schwierig, wenn die Anziehungskräfte so stark sind. Okay.
dann um der lieben Anziehungskräfte willen. Vielleicht treffen wir uns ja heute nach Feierabend bei mir. Nur wenn dir das nicht zu viel wird. Dann könnte ich dir meine neue Wasserdampfdestillieranlage zeigen. Das klingt ja wahnsinnig romantisch. Mhm. Ich hätte da auch noch eine sehr interessante Seifenmaschine im Angebot. Ich kann es kaum erwarten. Wann? Ich sagte vielleicht. Dass ich Herrn Flickenschild vorhin nicht mehr getroffen habe. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich die Stelle wiederbekomme. Du wirst ihn schon noch zu fassen kriegen. Übrigens, da hat ein Makler angerufen. Er hat vorgeschlagen, für uns den Eichenhof zu verkaufen. Ich wusste gar nicht, dass Aktienhandel so spannend sein kann. Wenn man das clever anstellt, ist das eine sehr gute Geldanlage. Wenn du mit deiner Investition reich geworden bist, dann könnten wir uns vielleicht den Makler leisten. Wieso Makler? Die Cottage zahlt doch der Käufer. Ja, das machen besser wir. Warum? Wer will schon einen Hof mit der Auflage kaufen, sich um alte Tiere zu kümmern? Da müssen wir dem Käufer schon mal entgegenkommen, nicht? Na, das machen wir lieber ohne Makler. Kannst du mir mal bitte den Wirtschaftsteil rübergeben? Ja, bitte sehr. Ich glaube, ich werde eine Trendfolgestrategie fahren. Weißt du was? Wir lassen das mit der Auflage, dann finden wir auch leichter einen Käufer. Ja, ich war richtig mit meiner Analyse. Ich glaube, Aktienhandel liegt mir. Also vielleicht. Ich könnte ja Lola zum Schlachter bringen. Dann kriegen wir auch noch ein paar Euro für die Ziege. Ja, wie viel? Was, du willst Lola schlachten lassen? Da endlich hörst du mir zu. Also, da sehe ich aber noch ein paar Staubkörnchen. Hm? Oh. Bin ich froh, dass Sie nicht meine Chefin sind. Wollen Sie etwa in Ihrem ehemaligen Restaurant essen? Ich will zu Gunther, also Herrn Flickenschild. Tut mir leid, das war gerade total unsensibel von mir mit dem Carlos. Ihre Idee mit dem marokkanischen Restaurant hat mir übrigens sehr gut gefallen. Aber die ist passé. Warum? Ich wäre Stammgast. Ich will etwas Besonderes, Einzigartiges. Und wie soll das gehen mit einem marokkanischen Restaurant, wo die Konkurrenz gleich um die Ecke ist? Ja, aber Sie kochen garantiert besser. Ich habe mich noch nie auf eine Länderküche festgelegt. Ich wäre dann sehr eingeschränkt. Ich brauche einen ganz neuen Ansatz, eine neue Philosophie. Haben Sie denn schon eine passende Location? Wie soll das gehen ohne Konzept? Herr Flickenschild ist übrigens nicht mehr da. Er hat heute früher Feierabend gemacht. Dann gehe ich vielleicht doch noch mal ins Carlos, hm? Sind die alle von meinem Vorgänger? Ja. Also, um die zu prüfen, brauche ich eine zweite Amtszeit. Jetzt nicht. Danke, Frau Krause. Herr Voss, kommen Sie rein. Tag, Herr Jansen. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte mich nach dem Stand des Wettbewerbs erkundigen. Setzen Sie sich doch. Ja. Die Entwürfe und Konzepte werden gerade geprüft und heute Abend will die Jury eine Entscheidung fällen. Jetzt spannen Sie mich nicht auf die Folter. Wie stehen meine Chancen? Ja, dazu kann ich nichts sagen. Nur, dass mir Ihr Entwurf persönlich sehr gut gefallen hat. Und Ihre Meinung spielt doch sicher eine Rolle. Verstehen Sie mich nicht falsch, Herr Voss, aber ich weiß nicht, ob dieses Hausboot-Projekt überhaupt realisiert werden kann. Um das Siegel Europäisches Naturreservat zu bekommen, wollte ich eine als ausgestorben geltende Pflanze im Bleicher Forst wieder ansiedeln. Und daraus wird jetzt nichts? Aber was hat das mit den Hausbooten zu tun? Naja, damit wollte ich den sanften Tourismus ankurbeln. Aber ohne Naturreservat kein sanfter Tourismus. Aber Hausboote stellen eine alternative Übernachtungsform dar. Ja, für die wir wahrscheinlich keine Investoren finden. Doch. Und selbst wenn, wer braucht zusätzliche Betten, wenn wir keine Attraktion wie das Naturreservat vorweisen können? Das würde nur Bettenleerstand produzieren. Sie irren sich. Natürlich. Die Hausboote sind ein innovatives Konzept, das für sich spricht. Das sagen Sie. Ja, vertrauen Sie mir. Die Leute werden Ihnen die Bude einrennen, nur um eine Nacht auf einem der Boote zu ergattern. Also gut, jetzt warten wir es ab und hoffen das Beste.
eine Schnecke. Kannst du dir das vorstellen? Nur eine Schnecke. Meine Lilien? Nein, nein, deinen Lilien geht es gut. Dann ist die eine Schnecke tatsächlich nur an deine Schützenschärflinge rangegangen? Hätte ich den Schützenschärfling wieder ansiedeln können? Eine Sensation wäre das gewesen. Du wusstest, dass deine Chancen schlecht standen. Deine Samen waren 50 Jahre alt. Wenn die Samen nicht aufgegangen wären, gut. Aber so ein Ende. Schützenschärflings Tod. Das ist wirklich ein Drama. Komm her. Weiß Thomas schon davon? Das Siegel Europäisches Naturreservat kann er jetzt vergessen. So ein Pech aber auch. Du, Merle, vielleicht habe ich jetzt eine Pechsträhne. Dann hätte ich mir das mit meinem Lotterielos aber sparen sollen. Seit wann machst du denn sowas? Naja, meine Eltern, die hatten immer ein Los. Und da hat die ganze Familie mitgefiebert. Habt ihr mal was gewonnen? Ein paar Mark, nicht der Rede wert. Aber vielleicht wendet sich jetzt das Blatt und ich gewinne was. Morgen ist die erste Ziehung. Du weißt aber schon, dass sowas reine Glückssache ist, oder? Selbstredend. Das ist genau wie bei Aktien. Aktien? Ja, Inge, die legt ja jetzt ihr Erbe, legt sie in Aktien an. Ja, ja, es wäre ein super GAU, wenn mein Lotterielos gewinnen würde. Für Inge, ja. Ja, für Inge. Natürlich für Inge. Verstehe ich dich jetzt richtig? Du setzt auf Glück und Inge auf Strategie? Ach, Strategie. Strategie bei der Börse, dass ich nicht lache. Oh Gott. Nein, nein. Das ist alles Lug und Trug. Ja, ja, geschenkt. Aber was machst du denn, wenn Inge tatsächlich den großen Reibach macht? Ja, dann muss sie mich zum Essen ausführen. Ihr zwei. Ihr könnt es einfach nicht lassen, ne? Ach, ich genieße es, wenn wir beide uns so kappeln. Wollten wir uns nicht bei dir in der Werkstatt treffen? Ich dachte, ein gemütliches Ambiente ist passender als Dampfdistille und Produktionsmodul. Aha, also einen Abend auf dem Sofa? Zu langweilig? Kommt drauf an, wenn im Fernseher Fußball läuft. Ich dachte eigentlich eher an einen Liebesfilm. Nein, so viel Klischee traue ich dir nicht zu. Sagt der Mann, der gerade noch Fußball gucken wollte. Was bleibt dann noch übrig? Domino spielen? Ich zocke nicht. Schach? Nie gelernt. Reden? Haben wir schon viel zu viel. Oh, ey, wird das langweilig. Ab aufs Sofa. Oh. Das war eine sehr gute Idee mit dem Sofa. Was ist? Zu wenig Abstand, zu viel Tempo. Du wolltest es ganz langsam angehen. Ja. Stimmt. Immer schön mit der Ruhe. Ja. Erstmal ein Glas Champagner. Gut. Ja. Und jetzt? Soll ich lieber wieder nach Hause gehen? Untersteh dich. Es war ein Schock, dass ich dich schon wieder enttäuscht habe und
Du hast allen Grund, wütend zu sein. Du glaubst, dass meine Gefühle für dich nicht aufrichtig waren? Ich habe dich geliebt. Aber ich war mir meiner Gefühle nicht sicher genug. Ich hatte Angst, dir und vor allem Sarah weh zu tun. Ich musste einen Schlussstrich ziehen. Merle hat mich angerufen. Schön. Merle ruft dich an, du rufst Merle an. Ja, wir machen uns eben Sorgen. Und? Ich habe versucht, deinen Esther eine Mail zu schreiben, um mir alles zu erklären. Du willst eure Freundschaft retten? Ich habe versucht, mich zu rechtfertigen. Das ist doch Blödsinn. Naja, wo Geschirr zerdeppert wird, gibt's eben Scherben. Ich habe die Mail gelöscht. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, dass Esther kapiert, was passiert ist, sondern ich. Sehr weise. Und? Weißt du's? Glaub schon. Na gut. Dann können wir uns jetzt den wesentlichen Dingen des Lebens zuwenden. Heißt? Fußball? Unser erstes Mal. In deinem Bett. Es war so schön. Bisschen wie fliegen. Tja. Oder im Weltraum tanzen. Was denn? Tango oder so? Wird ein bisschen schwierig mit den Bewegungen im All. Nein, beim argentinischen Tango, da sind alle Bewegungen fließend. Und abgesehen davon ist er sehr erotisch. Erotisch, ja. Na, das könnte gehen. Am Anfang warst du ein bisschen nervös, oder? Ja. Wegen Natalie? Ich hatte Angst, dass sie plötzlich reinkommt oder uns hört. Aber dann hast du dich doch noch entspannt. Wenn sie das mit uns beiden nur endlich akzeptieren könnte. Ja. Sie ist wie ihre Mutter. Sie braucht Zeit. Ja. Nebenan wartet übrigens noch Essen. Hast du Hunger? Bärenhaue. Aber nur auf dich. Ich war auf dem Gut und wollte mit dir frühstücken. Ich musste früh los. Du wirfst dich also in die Arbeit. Ja, nach dem Problem mit Esther ist ja einiges liegen geblieben. Und da ich noch immer nach einem adäquaten Grundstück für die Traba-Akademie suche, ja, habe ich heute Morgen eins gefunden und das werde ich mir heute Nachmittag noch ansehen. Versuchst du es mal wieder mit Verdrängung? Gunther, wenn du so weitermachst, dann klappst du mir hier irgendwann ganz zusammen. Ja, dann wird es ja Zeit, dass die Traba-Akademie demnächst auf eigenen Beinen steht. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir hier im Büro gesagt hast. Gut, dann suchst du dir also professionelle Hilfe? Nein. Nein, das ist nicht nötig. Ich habe Esther gestern Abend eine Mail geschrieben und... Beim Lesen ist mir klar geworden, dass ich nicht Esther diese Mail geschrieben habe, sondern mir. Ist das vollkommen recht. Ich habe Mist gebaut. Und all das, was sie mir an hässlichen Vorwürfen ihrer Wut an den Kopf geworfen hat, das kommt nur daher, weil ich sie zutiefst verletzt habe, ihr wehgetan habe. Ja, das musst du jetzt wohl aushalten. Aber ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen, den man mir hinstellt. Und es stimmt nicht, dass ich keine meiner Frauen geliebt habe. Wenn keine meiner Beziehungen gehalten hat, aber meine Gefühle waren immer ehrlich und aufrichtig. Da bin ich aber beruhigt. Frühstück?
was los. Das Thema Distanz hat sich ja vorerst erledigt, hm? Nein, ich gehorche aufs Wort. Also wenn du willst, dass ich... Nein, 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 nein. Wunderbar. Oh. Guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Ah, morgen. Möchtest du auch einen Kaffee? Nee, lieber einen Kräutertee. Steht da oben. Ja, ich brauche übrigens unbedingt neue Stempel für meine Heidekrug-Seifen. Ja, richtig, du hast ja doch den vom Drei Könige. Ich mache den neuen. Tja, ich gehe dann vielleicht mal besser. Nein, du hast doch noch gar nicht richtig gefrühstückt. Hier, Sie sollten unbedingt Ihre Quittenmarmelade probieren. Das ist der Hit. Die dürfen Sie nicht verpassen. Wirklich? Ja. Schmeckt am besten mit Quark darunter. Echt jetzt? Ja. Na dann. Hast du eigentlich an meinen Wackelpudding gedacht? Hab ich. Mit Sahne? Natürlich mit Sahne. Wackelpudding zum Frühstück? Ja, lecker, kennt doch keine Uhrzeit. Wie läuft es eigentlich mit Ihrer Wetter-App? Sehr gut. Das Meteorologische Institut hat mir gerade das Okay gegeben. Das ist ja super. Hey Carla, was machst du denn hier? Ich wollte zu Gunther, ich habe ihn gestern verpasst. Ich dachte schon, die Sehnsucht treibt dich. Ich arbeite schon an einem neuen Konzept. Das Carlas ist Geschichte. Du hast schon eine neue Idee? Ich habe eine offene Küche geplant. Sag mal, wolltest du das nicht schon beim Umbau des Saltos realisieren? Kannst du dich noch an die Idee erinnern, als ich die Lieblingsgerichte der Gäste nachkochen wollte? Bleibt unvergessen. Ich bin noch in der Planung, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Gäste sogar mitkochen. Du willst dir von deinen Gästen vorschreiben lassen, wie man ein Steak brät? Ja, das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift. Sag mal, Carla, hättest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit für Gunther? Geht's ihm schlecht? Die Trennung von Esther geht ihm sehr nahe. Ich mache mir Sorgen. Meine, du kennst Gunther. Er hat sich dann auch wieder im Griff. Er ist gestern ziemlich ausgerastet. Heute scheint es ihm zwar besser zu gehen, aber ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Er will sich gleich ein Grundstück ansehen für die Traber-Akademie. Hast du nicht Lust mitzufahren? Ich bin schon auf dem Weg. Danke. Warum lädst du mich ins Karnas ein? Du sollst dich ausruhen. Ich fühle mich besser. Also Hauptsache, du übertreibst es nicht. Ein Trainingsband für meinen Rücken, wie schön. Und hier ist auch noch ein Buch mit Übungen. Udo nicht hier. Hat sich denn schon ein Interessent für den Hof gemeldet? Doch, einige. Aber sobald sie hören, dass Sie sich mit dem Kauf verpflichten, den Alterssitz für Tiere weiterzuführen, verlieren Sie das Interesse. Warum wolltest du denn überhaupt mit? Ich wollte schon gestern zu dir. Flurfunk, Merle. Beides. Ich mache mir Sorgen um dich. Was die sich alle für Gedanken um mich machen. Ist das nicht der Eichenhof der Ehlingers? Ja, wir wollen sie alten und kranken Tieren ein neues Zuhause geben. Der wäre ideal für die Traberakademie. Wir wussten, dass es schwer wird, einen Käufer zu finden. Schwer? Es ist schier unmöglich. Udo, solange das Wohl der Tiere nicht sicher ist, gebe ich den Schlüssel nicht aus der Hand. Vielleicht wäre Herr Flickenschild der perfekte Käufer. Also die Weide da hinten, die wäre groß genug für eine Trainingsbahn. Und Ställe gibt es auch. Das Gebäude da wäre ideal für Büros, Seminarräume,
möglicherweise sogar Unterkünfte. Das wird perfekt. Überhaupt nicht. Doch. Herr Flickenschild sucht einen Ort für seine Traberakademie und bindet sich nicht ein Hof für alte Tiere ans Bein. Vielleicht sollten wir ihn erst mal fragen. Ja. Wohnen die Ebingers nicht im Rosenhaus? Ja, aber soweit ich weiß, ziehen sie demnächst aus. Das wird ja hier ihr Alterswohnsitz. Kann ich verstehen. Ist ja auch wunderschön hier. Danke, Merle. Ohne deine Hilfe könnte ich den Liefertermin für den Heidekrug nie halten. Gern geschehen. Dafür darfst du mir den Rest der Woche täglich die Gärtnerei ausfegen. Boah, so weit kommt's noch, du. Dann habe ich ja überhaupt keine Zeit mehr für meine Beziehung. Beziehung? Wieso geht denn dir das böse Wort plötzlich so leicht über die Lippen? Aha, da ist was passiert. Natalie akzeptiert inzwischen, glaube ich, auch, dass es einen neuen Mann an meiner Seite gibt. Obwohl es wohl komisch für sie war, dass Sebastian heute bei uns gefrühstückt hat. Sebastian hat bei dir geschlafen? Wir hatten einen sehr romantischen Abend. Ich sehe es vor mir. Ihr zwei auf einer Wolke gebettet, mit Rosen bedeckt, von Englein mit Harfe bespielt. Ja, so in etwa. Nein, im Ernst, du, ich habe mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt, so leicht, so... Verliebt? Warum passiert mir sowas nicht? Oh, es tut mir leid, ich schwärme dir hier was vor. Ist schon okay. Bin auch glücklich ohne Mann. Gib mir mal die Wacholder-Essenz. Ja. Bitte schön. Danke. Hallo. Das duftet aber gut hier. Irgendwie nach Gin? Ja, nur ungern, aber die Masse läuft gleich über. Oh, ich wollte dir sowieso nur deinen neuen Seifenstempel vorbeibringen. Danke, der ist wunderschön. Ja, ich muss dann auch gleich wieder. Ciao. Bisschen. Viel Spaß noch. Und jetzt? Ja. Jetzt, gibst du mir mal die Förmchen? Die Förmchen. So, ist ein Vergnügen, bitteschön. So, danke. Ich habe mich für den Abbruch entschieden. Dir ganz sicher. Hey, Natalie. Hey. Lernst du? Ja, aber mein Hirn ist wie ein Sieb. Es bleibt einfach nichts hängen. Erwundert dich das? Immerhin hast du morgen den Termin für... Hast du Zweifel, ob es der richtige Schritt ist? Nein. Ein Kind hat weder in deinem noch in meinem Leben Platz. Es gibt keine andere Lösung. Und du? Warum bist du nicht im Büro? Ah, da halte ich es heute nicht aus. Die Jury hat gestern über mein Hausbootkonzept entschieden. Und? Melden sich nicht. Aber lass uns nicht von dem Wettbewerb reden. Brauchst du was? Kann ich irgendwas für dich tun? Ein bisschen Ablenkung würde uns beiden ganz gut tun, denke ich. Und wonach ist dir? Shoppen, Museum, Ausflug? Enten füttern an der Ilmenau? Das habe ich zuletzt gemacht, als ich 6 war. Dann wird's mal wieder Zeit. Hast du dich wirklich erkältet? Na ja, rate mal, warum. Also doch nicht wegen 3 Grad weniger. Thomas, 3 Grad Kälte in einem Schwimmbad. Natürlich erkälten sich da die Badegäste. Ja, was soll ich machen? Ich muss sparen. Du opferst die Gesundheit deiner Mutter, deinen politischen Zielen.
Vielleicht hilft das ja hier. Vitamine? Also bitte, Neoprenanzug wäre sinnvoller. Ich habe wirklich andere Probleme als deine Wassertemperatur. Geht's um den Bleicherforst? Ein ehemaliger Kollege aus Brüssel hat mich heute angerufen und unter der Hand gesagt, dass der Bleicherforst das Siegel Europäisches Naturreservat erhält. Ja, das ist ja toll. Gratuliere, Thomas. Vor allem war die Kommission davon beeindruckt, dass wir eine als ausgestorben geltende Pflanze und einen vom Aussterben bedrohten Falter wieder ansiedeln. Na ja, eben. Und? Eine Nacktschnecke hat unseren Schützenschärfling den Gar ausgemacht. Nein, das ist ja tragisch. Dann ist er jetzt tatsächlich ausgestorben? Ja, und damit wohl das ganze Projekt. Andererseits, so ein Naturreservat, das steht und fällt doch nicht wegen so einem Schützenschärfling, schon der Name, schon eine Pflanze. Das sagst du. Aber die in Brüssel? Hallo Inge, na? Wie geht's denn, Udo? Er macht Übungen mit dem Elastikband. Der Arzt hat gesagt, er muss seine Muskeln stärken. Das ist wichtig bei Bandscheibenvorfall. Auch im akuten Zustand? Ja, seit der letzten Schmerzspritze geht es bergauf. Hoffentlich macht er seine Übungen richtig. Ich denke, er müsste zum Physiotherapeuten. Er hat ein Buch, außerdem ist er Mediziner. Ja, Tiermediziner. Nimm die hier noch. Ja, also anatomisch gesehen sind wir alle Säugetiere. Er wird schon wissen, was er macht. Und die auch noch. Na, hoffentlich. Ja, schön. Danke dir. So. Oh. Inge? Ja. Inge, komm mal her, guck mal. Was denn? Die hier hat alle Merle gepflanzt. Bis auf den hier. Ja, und? Das ist ein Schützenschärfling. Ich dachte, den hat die Schnecke gefressen. Nein, 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 nein. Dieser Kleine hat überlebt. Der kleine Schützenschärfling kam durch. Dann ist ja das Naturreservat gerettet. Halt mal, ich muss unbedingt ein Foto für Herrn Jansen machen. Und so eine kleine Pflanze. Bitte. Und so ein großer Aufwand. Pass auf. Na? Ja. Na komm. Ja. Noch einen ein bisschen dichter. Glaubst du wirklich, dass du den Ebinghaus, den Eichenhof, abquatschen kannst? Ich an ihrer Stelle würde ihn nicht hergeben, aber ich werde jedenfalls nichts unversucht lassen. Du musst ihnen ein richtig gutes Angebot machen. Ich werde schon eine schöne Immobilie für die Ebinghaus finden. Kommt das nur mir so vor oder gibt es hier keine Bedienung? Entschuldigung, haben Sie hier Dienst? Ich bringe nur einen. Hallo. Herr Breuer ist aus privaten Gründen ausgefallen. Seine Tochter hatte einen Unfall, nichts Schlimmes, aber der Schnitt muss genäht werden. Sie vertreten ihn hier? Nein, Frau Neuner hat die Küche übernommen. Wir haben heute nur drei Hilfsköche da, deswegen hat sie noch Frau Sänger dazu geholt. Ich übernehme so lange ihre Schicht im Service. Entschuldigung, aber ich muss weitermachen. Also nichts gegen Frau Neuner, aber ich meine, sie ist eine sehr gute Köchin, aber auch sehr jung und unerfahren. Gerade, du musst mir helfen. Ich? Nein, nein. Okay, du hast recht. Das kann ich nicht von dir verlangen. Also, wen haben wir noch an Köchen? Kort ist krank. Carstens ist im Urlaub. Breuer fällt wegen des Krankheitsfalles seiner Tochter. Aber dann habe ich etwas gut bei dir. Und nur so lange, bis Breuer wieder da ist. Herr Jansen? Wir müssen reden. Jetzt? Sieht es mit meinem Volkshochschulkurs aus? Schlecht, nach dem Ableben Ihres Schützenschärflings. Und ich fürchte, der Antrag in Brüssel platzt. Also kein sanfter Tourismus, also kein Geld in der Stadtkasse. Ich bestehe aber auf meinem Volkshochschulkurs. Im Gegenzug dazu hätte ich auch etwas für Sie
Wollen Sie mich etwa bestechen? Sie haben es erfasst. Frau Rose. Den habe ich heute Morgen geschossen. Das ist doch nicht ja, etwa... Das ist der Schützenschaftling. Aber wir haben doch alle Töpfe kontrolliert, die waren tot. Ja, aber der hier, der stand bei Merles Töpfen. Ja, das ist der. Rose, dann ist das ja nur noch reine Formsache. Ach, also ich bin mir sicher, der Bleicher Forst bekommt das Siegel. Und wenn das neue Naturschutzgebiet den Tourismus ankurbelt, dann haben wir auch wieder Geld für Ihren Volkshochschulkurs. Ich sehe, das ist ein fairer Deal. Na, kurz mal Luft holen, bevor der nächste Sturm beginnt. Ja, so könnte man das nennen. Übrigens, großes Kompliment von Tisch 7 an die Küche. Das waren die mit den Sonderwünschen, oder? Ja, Heidschnuckenbraten mit Pommes statt Zucchini-Kürbisklößen. Keine Angst. Wir haben das hier alles bestens im Griff. Also, Frau Neuner hat wirklich viel dazugelernt in den letzten Monaten. Trotzdem, danke, Carla. Ohne dich hätte sie es nicht geschafft. Hast du eine Immobilie für die Emingers gefunden? Ja, ganz in der Nähe vom Eichenhof. Das ist sehr schön. Ja, sie könnten da wohnen, aber gleichzeitig den Gnadenhof bei mir auf dem Gelände weiter bewirtschaften. Und ich hätte Platz für die Drama-Akademie. Das würdest du tolerieren? Selbstverständlich. Ich finde es großartig, dass sie sich um kranke und alte Tiere kümmern. Außerdem hätte ich einen Tierarzt in meiner Nähe. Entschuldigung, Herr Breuer kommt demnächst zurück. Ich würde dann jetzt Schluss machen, wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Vielen Dank, dass Sie eingesprungen sind. Gerne. Danke, Frau Köhler. Wiedersehen. Ist es nicht merkwürdig für dich, dass das Bistro noch immer deinen Namen trägt? Ja, es ist nicht immer leicht. Ja, vielleicht wäre es leichter für dich, wenn du es wieder führen würdest. Bitte? Ach komm, Carla, ich merke doch, wie sehr dir das Carlas gefehlt hat. Du kannst es zum selben Preis zurückkaufen, ohne Verlust. Ich habe andere Pläne. Carla, wir brauchen dich hier. Jetzt plötzlich? Ich wollte nie, dass du gehst. Gunther, du drehst dir alles so, wie es dir gerade passt, oder? Carla, bitte jetzt, warte! Herr Flickenschild, wir müssen reden. Das passt jetzt ganz schlecht, Herr Ehinger. Geht ganz schnell. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ausschlagen können. Also gut, ich wollte ohnehin auf Sie zukommen. Bitte. Ein Immobilienexposé. Kranke Tiere und Briefe. Von verzweifelten Tierhaltern. Wozu die Fotos? Brauchen Sie eine Spende für den Gnadenhof? Nein. Meine Frau und ich haben uns mit dem Eichenhof etwas vorgemacht. Wir müssen verkaufen und suchen händeringend einen Käufer. Ich kenne den Hof sehr gut. Ich meine, der wäre ideal für die Traber-Akademie. Allerdings verkaufen wir nur unter der Bedingung, dass der neue Eigentümer sich um alte und kranke Tiere kümmert. Ich weiß, das ist viel verlangt, aber Sie würden vielen Tieren helfen und den Haltern eine Freude machen. Seit Stunden zermartere ich mir den Kopf, wie ich Ihnen den Eichenhof abschwatzen kann. Diese Immobilie hatte ich mir als Ersatz für Sie gedacht. Ja, und das heißt? Wir sind im Geschäft. So einfach ist das? Das mit der Immobilie können Sie vergessen. Meine Frau und ich möchten im Rosenhaus wohnen bleiben. Also gut, einverstanden. Dann lasse ich einen Kaufvertrag aufsetzen. Gern. Herr Flickenschild, eins noch. Wäre es möglich, dass ich meine Stelle im Carlas wiederbekomme? Selbstverständlich. Ich freue mich, Sie an Bord zu haben. Und dann können Sie anfangen. Ich habe noch eine kleine Kontrolluntersuchung wegen meines Rückens. Danach sage ich Ihnen Bescheid. Gut. Bis dann. Herr Voss. Herr Jansen. Ich habe gute Neuigkeiten aus Brüssel. Es sieht so aus, als ob der Bleicher Forst zum Naturschutzreservat erklärt wird. Kommen Sie rein. Und das ohne Ihre ausgestorbene Pflanze? Ja, vielleicht hat der Schützenschärfling doch noch eine Chance. Jetzt sagen Sie schon, habe ich den Wettbewerb gewonnen? Ach so, der Wettbewerb, ja. Die Jury hat sich einstimmig für Ihren Entwurf der Hausbootsiedlung entschieden. Herzlichen Glückwunsch auf eine gute Zusammenarbeit. Heißt das, ich habe den Auftrag? Ja, noch nicht, aber was soll jetzt noch dazwischen kommen? Dann muss ich gleich ein paar Fragen loswerden, damit ich mich an die weitere Planung machen kann. Ja, bitte, fragen Sie. Wie weit genau wird die Hausbootsiedlung vom Bleicher Forst entfernt sein?
Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Die ist, oh, Bleicher Forst. Die Akte muss von meinem Vorgänger sein. Interessant. Ungeahnte Enthüllung? Eine Schatzkarte. Das sieht wie ein Lageplan aus. Die Linien könnten Wege sein und das Kreuz ein Treffpunkt oder ein Gebäude. Ja, das da, sind das Höhenlinien oder? Na, eher Umrandungen. Zäune vielleicht. Also wissen Sie was, ich schau mir das mal vor Ort an. Was dagegen, wenn ich mitkomme? Nein, natürlich. Kommen Sie mit. Hey, na? Eine Unterschrift für die frischen Küchenkräuter, bitte. Dankeschön. Dankeschön. Und? Wie war die Grundstücksbesichtigung? Oh, wieder erwarten. Gut, ja. Ich habe eine adäquate Immobilie für die Traber-Akademie gefunden. Das ist ja wunderbar. Freust du dich gar nicht? Ach so, dir hängt das mit Esther noch nach. Nein, ich hatte Krach mit Carla. Was, wieso das denn? Was ist passiert? Ach, wir hatten hier einen Engpass. Breuer ist ausgefallen, Carla ist eingesprungen und sie hat hervorragende Arbeit geleistet. Kann ich mir vorstellen. Ist regelrecht aufgeblüht. Da kam ich ja auf die Idee, ihr anzubieten, das Carlas wieder zu übernehmen. Oh Gott. Das hat sie verärgert. Kommst du darauf? Tja. Erst kickst du sie raus und sobald Esther weg ist, willst du sie wieder haben. Das sieht natürlich nicht gut aus. Ich hab sie nicht rausgekickt. Es war ihre Entscheidung zu gehen. Wenn du ihr von Anfang an Esther gegenüber den Rücken gestärkt hättest, dann wär's nicht so weit gekommen. Ach, du meinst also, ich krieg nur nicht meine Beziehung auf die Reihe, sondern verscherz es obendrein auch noch mit all meinen Freunden? Mich hast du ja noch nicht verkrault. Und das mit Carla kriegst du auch wieder hin. Schönen Tag noch. Herr Flickenschild will den Eichenhof kaufen und übernimmt den Gnadenhof? Und meine Arbeit im Carlas bekomme ich auch wieder. Was sagst du nun? Es läuft ja alles bestens. Du willst doch nicht wirklich Aktien kaufen? Doch. Also ich habe rund 2000 Euro von meinem Vater. Mit 1000 Euro kaufe ich Emerging Stars Tomorrow. Das ist ein Aktienfonds, der in Schwellenländer investiert. Schwellenländer? Ja, ja, also Asien und Indien und sowas. 800 Euro lege ich in ATN-Aktien an. Das ist ein Autoteilehersteller aus Niedersachsen. Ja, und dann bleiben noch 200 und die würde ich in Penny Stocks investieren. Und wenn es dann bei Pennys bleibt? Nein, da kann man sehr gute Gewinne erzielen. Kurt. Mallorca Kurt, unser ehemaliger Nachbar. Genau, und der hat mir den Tipp gegeben, nämlich Big Pine Resources. Die Aktie ist vollkommen unterbewertet und kann hohe Gewinne erzielen. Und das Risiko ist relativ überschaubar. Inge, Kursentwicklungen sind an der Börse schwer vorherzusagen. Erika wird staunen, wenn ich meinen Anteil verdopple. Ach, es geht ja also nur darum, wieder mal besser zu sein als deine Schwester? Ach, Quatsch. Ich wusste gar nicht, dass es so spannend sein kann, Geld zu verdienen. Und? Sind die Wacholderseifen schon fertig? Ja. Für den Heidekrug. Ohne Merle und dich wäre ich niemals rechtzeitig fertig geworden. Ich habe doch gar nichts gemacht. Stimmt doch überhaupt nicht. Du hast das neue Produktionsmodul entwickelt. Du hast den neuen Stempel für mich gemacht. Ich freue mich einfach, wenn es für dich aufwärts geht. Mit zwei renommierten Hotels als Referenz kann ich neue Kunden akquirieren. Mhm. Jetzt darf nur nichts mehr schiefgehen. Sieht nicht danach aus, oder? Möchtest du die erste Seife stempeln? Gerne. Warte, ich hol sie. Gut. Gott, ich muss doch zu viel Fett genommen haben. Dann härtet sie nicht aus? Die Seifen sind ruiniert. Und mein Auftrag für den Heidekrug auch.
Ja, und jetzt? Wo geht's lang? Ich glaube, wir müssen nach Westen. Nach Westen? Ah, das ist gut. Was machen Sie jetzt? Na, jedes Kind weiß doch, dass das Moos an den Bäumen nach Westen zeigt. Also müssen wir hier lang. Ja, auf sowas verlassen Sie sich? Wie wär's mit einem Kompass? Also langsam komme ich mir vor wie Hänsel und Gretel. Schön wär's. Dann könnten wir die Hexe nach dem Weg fragen. Aber der Kompass tut's auch. Also da lang. Wie Sie meinen? Ja, da sehe ich doch was, ein Gebäude. Ja, das könnte das Kreuz sein. Ich sag doch, das ist ein Gebäude. Das ist das alte Jagdschlösschen. Und da hätten Sie nicht früher drauf kommen können. Dann hätten wir uns eine ganze Menge an Weg gespart. Obwohl ich sagen muss, ist echt schön hier. Ja, deshalb will ich es ja zum Naturreservat machen. Aber wenn das Kreuz hier das alte Jagdschlösschen ist, was haben dann diese ganzen Eingrenzungen zu bedeuten? Golfplatz. Luxushotel, Golfplatz für das Natur. Also wenn das gebaut wird, dann kann ich mein Naturreservat vergessen. Das ist dann tot. Sag mal, du hast nicht zufällig irgendwo einen Zettel gesehen mit so einer Tabelle drauf? Nee, wieso war der nicht? Das ist der aktuelle Stand der Reparaturen an diesem Bus. Ja, handgeschrieben mit Filzstift, ganz viele bunten Farben drauf. Lag auf einer Zeitung. Ich dachte, das wäre Altpapier. Und wo ist der jetzt? Im Müll. Und den habe ich runtergebracht. Sie machen einen Fehler. Das Carlas, das ist Ihr Zuhause. Das haben Sie selbst einmal gesagt. Na los, gehen Sie wieder nach Hause. Eine weise Frau hat einmal zu mir gesagt, wenn einem etwas wirklich wichtig ist, dann kann man auch einmal klein beigeben. Ja! Die Big Pine Resources sind gestiegen. Gratuliere! Nein. Gefallen. Zeile verrutscht.